Hallo und herzlich willkommen heute wieder mit einem erneuten, kurzen und knackigen Review. Und ich möchte heute euch von den One-Step-Variern den Bumblebee quasi vorstellen. Bumblebee wird auch wie alle anderen One-Stepper in einer kleinen Bubble geliefert. Ja, wir haben das große Artwork hier oben drauf, das Logo Robots in Disguise, die Verwandlung, hier nochmal ein Artwork und drunter jetzt nichts groß. Hinten dann nochmal die Verwandlung und die verwandelte Figur selbst. Und auch hier natürlich wieder die etwas abgewandelte Version. Ja, ansonsten kommen wir doch gleich mal zu der Figur selbst. Wir haben natürlich wieder die Sicherheitshinweise, braucht kein Mensch. Dann ist die Figur in einer kleinen Bubble drin. So, und auch hier natürlich wieder mit diesen kleinen folienartigen Halterungen befestigt, hier in diesen Seilen. Ja, die legen wir jetzt einfach mal zur Seite und kommen gleich zu der Figur. Die Figur ist ein sehr bulliges Muscle Car, erinnert natürlich sehr stark an Bumblebee, okay. Die Räder sind nicht bemalt, sehr schlicht. Das Einzige, was hier an der Bemalung vorhanden ist, sind die Scheiben in schwarz, die Lampen, das war's. Ja, und die Hüfte. Ja, wir haben hier zwei Pins mit einem Ring drin. Dieser Ring hat eine Bewandtnis. Man steckt normalerweise als kleines Kind die Finger hier rein, dreht es nach außen und schiebt die Figur quasi unten zusammen. Klappt bei mir nicht, ich habe zu große Finger dafür. Ja, aber schon ist die Figur fertig verwandelt. Das Backpack ist ein bisschen groß, aber okay. Ja, das ist jetzt Bumblebee. Der Kopf ist auf jeden Fall der gleiche Mold wie bei den Deluxe-Figuren. Der Brustkorb ist ein bisschen groß, wir können die Arme nach oben, nach unten drehen. Keine Gelenke in den Ellenbogen, auch keine in den Füßen, die Füße sind starr. Aber ansonsten, ja, eine sehr schicke Figur. Und für einen One-Stepper finde ich es ganz okay. Und verwandeln auch wieder ganz einfach. Man zieht einfach hier unten das Teil auseinander und lässt die Figur wieder zusammenklappen. Das Interessante an dieser Figur, wenn sie verwandelt ist, wirklich, was sich alles rumklappt. Wir haben wirklich hier die Arme klappen auseinander und ja, also ich muss sagen, die Ingenieure haben hier gute Arbeit geleistet. Ich gehe nochmal langsam zurück. Es klappt wirklich alles auseinander. Der Kopf löst sich, die Arme lösen sich, die Arme drehen sich rum. Es klappt alles perfekt in Linie und klappt runter. So. Und auch die Figur kann natürlich auch fahren. Sehr schick eigentlich für so einen kleinen One-Stepper. Und ja, die Figur selbst hat im Fahrzeugmodus, weil er sehr bullig ist, eigentlich trotzdem wirklich gut passt. Also ich sehe hier keine großen Mankos. Die Details sind auch in Ordnung. Hätte man vielleicht hier noch ein bisschen farbig gestalten können. Und die Räder vielleicht auch farbig gestalten können. Deswegen, weil so viel Farbe fehlt, gebe ich der Figur 9 von 10 Punkten. Und ja, die Figur ist auch zwischen 13 und 14 Euro circa zu haben. Wenn ihr sie euer eigen nennen wollt, empfehle ich sie euch. Sie ist ganz nett. Mir hat sie auch in der Sammlung wieder gefehlt. Und ja, wenn es euch gefällt, schlagt zu. Momentan überall erhältlich. Bei Müller, bei Rossmann, überall. Fedes, MyToys, Toys R Us, überall. Ja, gut, das war's für heute. Ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Sehr kurz und prägnant. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ihr könnt mich ja empfehlen oder mich liken. Bis dahin, euer Raxor.